Willkommen zurück zu Final Fantasy Fables, Chocobo Tales. Wir gucken uns gerade in Kapitel 5 des Spiels um, neue Belohnungen, Mikroschrobile und ähnliches zusammenzusammeln. Wir haben schon erfahren, dass es keine Chocobos momentan mehr gibt, die wir retten können. Zumindest keine in den Büchern, die wir bis jetzt gefunden haben. Ja, gibt's denn hier irgendwas anderes Neues? Nee, mit dem Knastvogel haben wir auch schon längst gesprochen. Vielleicht bei dem Lamia-Mann im Laden. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier irgendwas noch im Laufe des Spiels tun wird, aber man kann ja trotzdem mal ganz kurz noch reingucken. Nee, das ist aber auch nichts Neues. Ja, nachdem wir jetzt aber alle Chocobos gerettet haben, die wir momentan retten können, würde ich sagen, lesen wir mal wieder am schwarzen Brett. Es gibt ja einige neue. Schauen wir noch mal, wen hatten wir denn bis jetzt noch nicht? Hier fangen sie an. Becky, auf dem Hof ist sie wegen ihrer offenen Art und ihrer Niedlichkeit beliebt. Jeder Chocobo hätte sie gerne zur Schwester. Und außerdem ist sie scheinbar die Freundin von unserem Charakter. Indy, dieser junge Chocobo ist kaum den Kinderschuhen entwachsen und hat schon einen IQ von 160. Vielleicht ist er schon intelligenter als Sid. Ich glaube übrigens, dieser Eintrag ist gelogen. Bruno, dieser eigensinnige Fischer verbringt seine Tage am Strand und weiß nicht mal, wie viele Bewunderer er hat. Aber als Angler, da kriegt man all die weiblichen Chocobos. Oh. Joe, obwohl er der bestaussehendste Chocobo auf dem Hof ist, lässt sein Charakter einiges zu wünschen übrig. Ach ja, lässt er was zu wünschen übrig? Das Einzige, was der zu wünschen übrig ist, ist, dass er kein weiblicher Chocobo ist bei dem Charakter. Naja. Rosa, sie ist eine bildhübsche und geheimnisvolle Dame, deren Träume viel über die Zukunft verraten. Die Chocobo-Karten und ihre Träume haben aber nicht viel miteinander zu tun. Zavi, ein ehemaliger Goldmedaillengewinner, der stets Höchstleistungen erwartet, auch von sich selbst. Ich wette, der ist nur deswegen überhaupt Hochleistungssportler geworden, weil sich immer alle Leute über seine pinken Federn lustig gemacht haben. Dann ist er irgendwann so toll geworden, dass sich niemand mehr über ihn lustig machen konnte. Ja, Duellant X steht da vorne in Verkleidung rum, hat überhaupt keine Lust mehr zurück zu Mogu zu transformieren. Oh nein, sein Geheimnis ist endgültig raus. Was sollen wir nur tun? Ja, und dann gucken wir uns mal weiter. Mit Zavi können wir auf jeden Fall hier vorne noch reden. Wir wissen ja, dass der hier auf dem Spielplatz rumsteht und mit dem eingefärbten Knastvogel müssen wir auch noch labern. Ja, hi Zavi. Da ist ja mein Star. Ich motiviere dich jetzt ein wenig. Es folgt eine kleine Geschichte über mich. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich war früher ein guter Sportler. Bei den Chocolympics habe ich sogar ein paar Medaillen gewonnen, aber vorher hatte ich genau wie du weder Pokale noch Fans. Du kannst es schaffen, genau wie ich. Ich bin bereit, dich zu trainieren. Bist du bereit, ein Champ zu werden? Ja, Phil, wir sind bereit. Ich wusste, du kannst, dass du es kannst. Enttäusche uns beide nicht. Es ist auf und davon. Lass den Chocobo fliegen. Bestimme den Flugwinkel mit dem Touchpen, wenn du die Abflugmarke erreichst. Okay. Klingt interessant. Wir brauchen 300 für Silber und 400 für Gold. Das klingt nicht so, als wäre da ein riesiger Unterschied. Ja, dann versuchen wir dieses Spiel doch mal. Wir müssen... Ah, ja, überhaupt erstmal abspringen. Ich übe das mal. Meine Güte, ist dieses Spiel nervig. Okay, das ist jetzt Versuch Nummer, ich habe aufgehört zu zählen, irgendwo im hohen zweistelligen Bereich. 380 Meter, wie man sieht, habe ich schon mal geschafft. Der nächste Sprung. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, komm schon. Ja! Oh, diese Goldmedaille war mal wieder die Pest zu holen. Yay, 402 Meter gesprungen. Man muss wirklich im perfekt richtigen Moment abspringen. Ich wusste, dass man dich ernst nehmen muss. Ist zwar keine Silbermedaille, aber hier für dich. Dun, 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 dun. Das ist die kleine Belohnung. Du erhältst Bahamut mit Terra Flare. Seltenheit 2 Sterne. Das Spiel gibt wenigstens zu, dass das Spiel schwer ist. Du bist ein Champ, wenn ich nur meine Goldmedaille dabei hätte. Naja, die Powerkarte ist mir eh lieber. Ich würde sie dir sofort umhängen. Hier, nimm das hier als Ersatz. Hart erkämpft, meine Güte. Bahamut mit Terra Flare Plus. Seltenheit 3 Sterne. Juhu, so, dann geht's jetzt weiter runter zum Strand. Oder war hier vorne noch was am Spielplatz? Der große Jaro, da können wir schaukeln. Nee, ansonsten war hier oben nichts mehr. Dann mal ab nach unten. Upsala. Nein, ich wollte nicht wieder das Bild nach oben wechseln. Dankeschön. Hatten wir noch eine Schatztruhe geöffnet? Ich meine ja, ne? Wir können hier vorne... aus dieser Truhe Taifun mit Schnaufer, Seltenheit 3 Sterne kriegen. Das sind garantiert alle 4 Taifun-Karten, die wir hier in den Kisten versteckt bekommen. Ja, dann gucken wir mal, was der Knastvogel jetzt zu sagen hat. Hey, Kollege. Kri, Kri, bei Odins Bad, was habe ich getan beim Waschen meiner schicken Uniform? Habe ich zu viel Bleiche genommen? Sie ist jetzt ganz weiß. Moment mal, sie ist wieder normal. War das vielleicht die Tinte? Also ich,
Du bist der Einzige, der dazu in der Lage gewesen wäre. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Kein Problem, Knastvogel, kein Problem. Und wir kriegen eine weitere Pop-Up-Karte geschenkt. Das ist Odin mit Sleipnir. 3-Sterne-Seltenheit. Kree, oh Mann, vielen Dank. Trotzdem darfst du nicht vergessen, dass wir Erzfeinde sind. Wir sind im Krieg, Mann. Im Krieg, Tod, Teufel und Granatenhagel. Jetzt hau ab, bevor ich dich mit meinen illegalen Ninja-Techniken plätte. Ich mag den Knastvogel. Darf der mit uns mitkommen? Kree, oh Mann, vielen Dank. Oh, schade, er sagt das Gleiche nochmal. Ich dachte, er hat vielleicht nochmal so einen lustigen Spruch drauf. Na gut. Das war bisher auf jeden Fall die Laune nach einem nervigen Mikrospiel. Hast du irgendwas Neues zu sagen? Nicht mal ich habe diese 4 Schatztruhen aufgerieben. Ja, nichts Neues zu sagen. Ich dachte, die sagt vielleicht was, weil wir jetzt schon 2 ihrer 4 Schatztruhen aufhaben. Aber nö, offenbar nicht. Dann halt nicht, ne? Wer nicht will, der hat ja bekanntermaßen schon. So, gab es sonst hier vorne noch irgendwas, das wir einsammeln können? Und hatten wir noch irgendwas unter Wasser oder sonst hier im Strandgebiet freigeschaltet? Ich meine nicht. Aber der Angler ist jetzt auf jeden Fall da. Mit dem können wir noch reden. Hallo, Bruno, du hast Verehrer. Zeiten haben sich gedreht und meine Pechsträhne ist vorbei. Die Fische beißen immer zu an. Dafür muss ich dir danken. Nicht so schüchtern. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Bitte, nimm es. Frage ich, ob wir das gekriegt hätten, hätten wir die Fische nicht zurückgeholt. Das ist Leviathan mit Flutwelle plus 3 Sterne Seltenheit. Ich schätze mal nicht. Wenn dein Kampf geschlagen ist, erhol dich doch hier bei mir am Meer. Mit Angel und Köder verschwinden deine Sorgen im Nu. Das Angeln wird auch dir Frieden bringen. Ich glaube, das bringt mir nur größte Langeweile und das Bedürfnis, irgendwo vor einem Computerbildschirm zu sitzen. Ja, dann gucken wir auch nochmal ganz kurz ins Meergebiet rein, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Wüsste jetzt wirklich nicht, dass hier noch irgendwas wäre. Es könnte natürlich irgendwas aufgetaucht sein zwischen den Kapiteln. Also wenigstens mal reinlaufen kann ja nicht schaden. Hier oben haben wir alles bereits abgegrast. Wir haben auch die Muscheln hier unten gesammelt, die es gab. Also wird es da wohl auch nichts Interessantes mehr geben. Ja, links die Treppe hoch war bis jetzt überhaupt nichts. Gehen wir gleich auf jeden Fall mal hoch, wenn wir zurück wollen. Und dann gucken wir mal, ob hier oben vielleicht irgendwo jetzt was erschienen ist. Sieht aber nichts aus. Ja gut, die Fontäne benutzen wir später, wir haben jetzt noch nicht alles hier unten angeguckt. Wir gehen lieber auch nochmal runter ins Labyrinthgebiet und hier ins Eisbrückengebiet. Nee, hier ist aber auch nichts Neues. Wenigstens einmal zum Durchhuschen. Wer weiß, wo Kabunkelfunkel oder sonstiger Kram auftauchen. Und dann verpasst man nachher eine einzelne Karte und dann ärgert man sich, wenn man plötzlich 99% Karten hat und keine Ahnung hat, wo eigentlich jetzt die letzte versteckt sein könnte. Sieht allerdings momentan nicht so, als wäre hier noch irgendwas gewesen. Da ist das erste Leviathan-Buch, da wollen wir nicht unbedingt nochmal rein. Das haben wir ja schon durchgespielt. Dann teleportieren wir einmal hier durch. Den Weg kennen wir ja glücklicherweise. Wir haben auch alle Zwischenwege schon erkundet, da müssen wir uns also nicht mehr so wirklich drum kümmern. Ja, dann ist das einzige Gebiet, was mir noch einfallen würde, hier vorne bei dem Dingsterbumster Sahagin, so hieß er. Ja, das ist das zweite Buch, aber auch hier ist nichts Neues. Das heißt, unsere Erkundungstour ist eigentlich auch schon abgeschlossen. Es gibt tatsächlich nichts mehr. Ja, dann halt nicht, ne? Dann teleportieren wir halt mal zurück. Wo war denn jetzt nochmal der Weg, dass wir ganz rauskamen? Ja, dann teleportieren wir nochmal kurz ans Ende und dann müssen wir den anderen Weg nehmen, damit wir oben an dem Kristall vorbeikommen können. Und dann können wir hoch zur Fontäne und uns wieder in die Stadt teleportieren lassen, wobei der Teleport von der Fontäne bis in die Stadt mal wieder recht lächerlich kurz eigentlich ist. Es würde Sinn machen, wenn die Fontäne hinten bei dem Sahagin wäre. Der Kristall hat übrigens sein Licht verloren, der wurde nicht wiederhergestellt, weil Bebusu das Licht ja in sich absorbiert hat. Fieser Kerl aber auch. Oder fieses Sabberhund. Ja, hier ist ein Riesenloch, willst du reingucken? Das haben wir jetzt oft genug gehört. Ja, dann würde ich sagen, werden wir hier mal wieder eine kleine Pause machen und beim nächsten Mal geht's dann weiter, wenn wir uns in ein neues Gebiet begeben werden und Sids Luftschiff benutzen. Bis dahin haben wir schon mal wieder 9 Stunden 31 Minuten 9 Sekunden gespielt. See ya!